Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video geht es darum, wie ihr die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eurem Amazon-Konto hinzufügen könnt. Warum? Um einfach steuerfrei in dem EU-Ausland einzukaufen. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt. Freunde, wie angekündigt, möchte ich euch zeigen, wie ihr eurem Amazon-Konto die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinzufügt. Vorab schon mal gesagt ist, dieses Video betrifft nur die Umsatzsteuerberechtigten, das heißt die Leute, die die Umsatzsteuer bzw. auch die Vorsteuer ziehen können beim Finanzamt. Und dementsprechend könnt ihr auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen. Für alle Kleinunternehmer bzw. die Kleinunternehmerregelung anwenden, gilt dieses Verfahren nicht. Ihr kauft im Ausland auch mit Steuer ein und führt diese dann im Inland dementsprechend aber auch nicht ab. Für alle die, die umsatzsteuerberechtigt sind, wie schon gesagt, dürfen steuerfrei im EU-Ausland einkaufen. Um das zu gewährleisten, benötigt ihr eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die ihr eurem Amazon-Konto hinzufügt. Und dementsprechend habt ihr schon die Möglichkeit, umsatzsteuerfrei aus Frankreich, Spanien und so weiter einzukaufen. Also, wie fügen wir nun die Umsatzsteuer-ID hinzu? Kurz daneben gesagt ist, falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand, wie du Artikel kaufst und wieder verkaufst auf Marktplätzen wie Amazon und eBay. So, dann schauen wir uns das einfach an und es gibt zwei Konten. Es gibt das normale Amazon-Konto und es gibt das Business-Konto. Ihr benötigt nicht unbedingt das Business-Konto. Ihr könnt auch mit einem normalen Konto mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die ihr dann hinzufügt, auch im EU-Ausland steuerfrei einkaufen. Und das Ganze ist hier ein bisschen versteckt, aber auch nicht so schwer zu finden. Denn wenn ihr hier in der Übersicht eures Kontos seid, dann könnt ihr hier unten, seht ihr bei Bestell- und Shopping-Einstellungen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Da klickt ihr dann drauf und könnt dementsprechend hier euer Land wählen und dann mit allen Angaben die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinzufügen und dementsprechend habt ihr die dann eingepflegt und könnt somit im EU-Ausland direkt steuerfrei einkaufen. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze an, wie das Ganze bei dem Amazon Business Konto aussieht. Da ist es eigentlich noch einfacher und dementsprechend auch die Einstellung so. So Freunde, hier befinde ich mich nun in meinem Amazon Business Konto und das Ganze ist hier dementsprechend noch einfacher. Ihr könnt das Ganze über Einstellungen machen, jedoch habt ihr auch die Möglichkeit hier über den Reiter das Ganze euch aufklappen zu lassen und dann habt ihr direkt die Möglichkeit hier die Umsatzsteuer-ID zu verwalten. Da klickt ihr dann drauf und gelangt direkt hier auf dieses Fenster, wo ihr dementsprechend eure Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinzufügen könnt. Ihr könnt mehrere Umsatzsteuer-Identifikationsnummern hinzufügen, aber in der Regel reicht natürlich eine, die dann auch Gültigkeit haben muss. Also wie ihr seht, habe ich hier schon eine hinzugefügt und kann somit umsatzsteuerfrei einkaufen. Warum das Ganze? Also wenn ihr ein Unternehmen habt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, eine Vorsteuer zu ziehen. Wenn ihr jetzt aber aus dem EU-Ausland kauft, ja, und die Umsatzsteuer mit dem Prozentsatz, die das für das Land gilt, wird euch in Rechnung gestellt, die könnt ihr dann hier in Deutschland nicht mehr zurückziehen, also als Vorsteuer vom Finanzamt ziehen. Deshalb solche Lieferungen, da handelt es sich um die innergemeinschaftlichen Lieferungen und dementsprechend ist es laut Gesetz so, dass man, wenn man als Unternehmen irgendwo was kauft aus dem EU-Ausland, auch steuerfrei das machen kann und wenn man diese Artikel dann dementsprechend weiterverkaufen sollte, dann fällt hier die Umsatzsteuer in dem Inland für Deutschland an für euch. So, ein bisschen verwirrend, aber dementsprechend für euch nur zu wissen, dass wenn ihr aus dem EU-Ausland kauft, dementsprechend das Ganze für euch steuerfrei ist. Und dafür braucht ihr die Umsatzidentifikationsnummer. Falls ihr die Umsatzsteuer-ID noch nicht habt und diese beantragen möchtet, dazu habe ich bereits ein Video gemacht, könnt ihr hier oben anschauen oder auch unten in der Beschreibung findet ihr das Video. Und ansonsten, wenn Fragen sind, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen, ich gehe so schnell wie möglich darauf ein. Wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Alles Gute, viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.